In China oder den USA ist es bereits weit verbreitet, das mobile Bezahlen mit dem Handy. Die Deutschen aber sind da skeptisch. Rund 3/4 aller Einkäufe werden sogar noch bar bezahlt, unter anderem, weil viele Angst um ihre Daten haben. Was ist mobiles Bezahlen überhaupt und wie geht das? Nora Scheffel und Jens Möckel erklären es kurz. Zum mobilen Bezahlen brauche ich ein Smartphone und eine App. Es gibt verschiedene Anbieter für mobiles Bezahlen. Jeder hat seine eigene App. Die verbinde ich dann mit meinem Bankkonto. Der Händler, bei dem ich einkaufe, muss ein Lesegerät haben mit diesem Symbol. An der Kasse halte ich mein Handy direkt an das Lesegerät. Die Daten werden per Funk übertragen. Oder die Daten werden mit sogenannten QR-Codes übermittelt, eine Art Strichcode. Einscannen, zahlen, fertig. Es scheint also recht einfach zu funktionieren. Aber wie weit kommt man bei uns, wenn man mit dem Smartphone bezahlen will? Axel John hat zwei Schüler aus Trier begleitet, die das mal ausprobiert haben. Der eine hatte Bargeld, der andere nur sein Handy dabei. Benjamin Vollmann und Lukas Wille machen bald ihr Abi. In ihrer Schule haben sie gerade ein Projekt zum Thema bargeldloses Bezahlen gemacht. Jetzt geht es zum Praxistest in die Einkaufsmeile in Trier. Wie weit kommt man beim Shoppen mit dem Smartphone? Oder ist die wahre Liebe zu Scheinen und Münzen doch zeitlos? Erste Station, ein Klamottenladen. Die Scheine für das neue Hemd wechseln schnell den Besitzer. Das Handy als neue Geldbörse funktioniert nicht. Es war hier für mich nicht möglich, so zu bezahlen, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. In dem Sinne denke ich, dass Deutschland noch einiges aufzuholen hat, um alle Zahlungsmöglichkeiten überall auch anbieten zu können. Grundsätzlich sage ich, ist mir die altbewährte Methode doch etwas lieber, weil Barzahlen, das geht auf jeden Fall, da hat man nie technische Schwierigkeiten. In der Fußgängerzone geht es danach zur Brezelbude und die ist schon voll digital. Der Snack kann mit dem Smartphone bezahlt werden. Das Portemonnaie 2.0 öffnet sich. Dankeschön. Ich denke, ich kann da auf jeden Fall öfters hingehen und mir ganz einfach und praktisch mir was zu essen kaufen. In dem Sinne hat der Laden natürlich einen großen Vorteil gegenüber anderen Geschäften. Die Salzbrezel macht Durst. Auch im Café ist das Bezahlen mit der App möglich. Seit einer Woche. Es wurde schon oft danach gefragt und da haben wir uns halt entschlossen, da müssen wir mitgehen. Das ist zeitgemäß und die Zukunft, also ich sag mal, Stillstand ist Rückschritt. Nach der gemeinsamen Tour in Trier ziehen die beiden Schüler Bilanz. Die Meinungen zum Zahlen mit dem Smartphone bleiben geteilt. Ich merke, wie praktisch es ist, deswegen werde ich da dabei bleiben. Die Anonymität, die einem das Bargeld gewährt, ist da nochmals besonders und macht das Bargeld dann nochmal besonders attraktiv, auch in den Zeiten, in denen wir die Technologie klar bevorzugen. Diese Liebe zum Bargeld teilen die meisten Deutschen. Denn in kaum einem anderen Land kommt das Bezahlen mit der App so schwer in Gang wie in der Bundesrepublik.